Servus, hallo liebe Freundinnen und Freunde, kommen wir zum weiteren Update zu Wildprez Natternkopf und schaut euch mal diese tolle Pflanze an, wie schön die sich entwickelt hat. Wir waren jetzt 2 Wochen lang im Urlaub und in der Zeit durften die sich hier in ihre 5-Liter-Container einleben und wir sehen auch, das haben die richtig gut gemacht, richtig toll entwickelt. Wir schauen uns gleich noch die anderen Pflanzen an. Hier ist auch nochmal so ein Exemplar, richtig schön groß und toll gewachsen, richtig toll. Jetzt gucken wir noch mal eins hier an. Man sieht auch, die sind richtig schön mit dem Spross sehr knapp über dem Boden oder halt leicht unter dem Substrat. Das ist auch wichtig, damit die Blattrosette hier richtig nah am Boden ist, damit die sich schön entwickelt, dass sie jetzt keinen Stamm ausbildet. Früher oder später können die durchaus Seitentriebe auch ausbilden. Der Blütenstand kann ja riesengroß werden, über mehrere Meter groß, mit zahlreichen Tausenden von roten Blüten. Und das könnte sein, dass wir das in einem oder sogar in 2 Jahren erst zu Gesicht bekommen. Aber bis dahin haben sich die Pflanzen richtig gut entwickelt, zumindest bis heute. Und bis dahin werden wir mal schauen, wie die sich zukünftig so anstellen. Und dann werden wir sehen, wie sie blühen. Das wäre zumindest mal ganz toll, denn diese Pflanze ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ihr seht, sie haben sich richtig gut entwickelt. Wenn ihr weitere Fragen habt zu Wildprez Natternkopf, im Moment gibt es nicht wahnsinnig viel zu erzählen, außer wie toll sie gewachsen sind. Schreibt es gerne hier in die Kommentare oder in die Pflanze, auf die Blätter, wo ihr wollt. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Update zu Wildprez Natternkopf.